Hallo, meine lieben zauberhaften Wesen. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Welcome back to my channel. Mein Name ist Ina. Heute möchte ich mal über Mental Health, also psychische Gesundheit, etwas vorlesen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der das hat oder seid selbst betroffen. Ich rede von der Agoraphobie, der Angststörung mit Panikstörung. Und ja, ich lese euch da ein bisschen was zu vor. Und vielleicht könnt ihr dabei auch ein bisschen entspannen und vielleicht erfahrt ihr so auch noch etwas Neues. Okay. Panikstörung und Agoraphobie. Was ist das? Panik ist eine extreme Form von Furcht. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie schnell, ungefragt und sehr intensiv auftritt. Oft hält sie von wenigen Sekunden bis zu mehreren Minuten an. Sie ist von einer Vielzahl körperlicher Empfindungen, Symptomen begleitet. Typische körperliche Empfindungen, die Panik begleiten, sind Herzrasen, Herzklopfen, Herzstolpern, Schwitzen, Zittern, Schwindel, Übelkeit, Durchfall, Kurzatmigkeit oder auch Atemnot, taube oder kribbelnde Finger und Zehen, enge Gefühle und oder Schmerzen in der Brust, Gefühle der Unwirklichkeit. Normalerweise erfahren Menschen solche panikartigen Zustände, wenn sie in Lebensgefahr sind. Menschen mit einer Panikstörung erleben diese Empfindungen aber mitunter täglich, ohne in Lebensgefahr zu sein. Deswegen ist eine der wichtigsten Fragen, die Menschen mit dieser Störung beschäftigt: Woher kommen diese Empfindungen bloß? Betroffene verbringen deshalb viel Zeit mit der Suche nach einer Ursache. In erster Linie zunächst einmal einer körperlichen Ursache. Da diese körperlichen Empfindungen eine so wichtige Rolle spielen, werden sie später im Kapitel noch einmal viel genauer unter die Lupe nehmen. Zunächst geht es erst einmal um den Unterschied zwischen Angst und Furcht, in Klammern Panik. Panik oder auch Furchtreaktionen unterscheiden sich von allgemeinen Angstempfindungen. Angstzustände können beispielsweise länger andauern. Sie kommen oft auch ungefragt, aber erreichen nicht dieselbe Intensität wie Panik. Angst und Panik haben aber auch etwas gemeinsam. Beide Begriffe kennzeichnen Emotionen und Empfindungen. Emotionen sind grundlegende menschliche Erfahrungen, die unser Leben mit Farbe versehen. Sie werden auch als Elixiere des Lebens bezeichnet. Jeder kennt sie. Über
sie zu reden, fällt dann auch vielen schwer. Woher kommen solche Emotionen eigentlich? Erzeugt werden sie in unserem Gehirn, in unserem zentralen Nervensystem, ZNS. Deswegen ist es wichtig, dass ihr die Arbeitsweise unseres ZNS ein wenig kennenlernt. Das wird ihnen helfen, auch etwas über Emotionen zu erfahren. Nämlich wie sie entstehen, welche körperlichen Empfindungen sie begleiten und wie man sie ändern kann. Emotionen sind allgegenwärtig. Sie bestimmen unser Verhalten mit und viele von ihnen dienen auch einem bestimmten Zweck. Angst und Furcht dienen zum Beispiel unserem Überleben, während Furcht primär der Abwendung von Schaden dient. Ist Angst das Gefühl, das uns zur Flucht- oder Vermeidungsverhalten motiviert? Aggressivität ist eine weitere Empfindung, die auf derselben Ebene wie die Angst liegt. Vielleicht kennen Sie es von sich, dass Sie in manchen Situationen, in denen sich Furcht verspüren und nicht vermeiden oder fliehen können, nicht nur ängstlich werden, sondern manchmal auch sehr ärgerlich. Die grundlegende Emotion bleibt dasselbe, Furcht. Aber welche Tönung, Angst oder Ärger dazu kommt, hängt davon ab, wie wir mit der Furcht umgehen können. Furcht kann damit als eine Basismotivation, Emotion, Angst als eine emotionale Tönung bezeichnet werden. Auch Tiere haben Emotionen. Man geht davon aus, dass die Verbreitung einer Emotion etwas über ihre Ursprünglichkeit aussagt. Und je ursprünglicher, desto wichtiger ist sie für das Überleben eines Lebewesens. Furcht ist sehr weit verbreitet. Sie spielt die wohl größte Rolle für unser Überleben. Das nächste Kapitel wäre Angst, Furcht und Panik verstehen. Und dann würde kommen das Wesen von Angst und Panik. Aber ich werde jetzt erstmal aufhören und vielleicht mache ich mal noch einmal ein Video, in dem ich darüber vorlese. Fühlt euch gedrückt, meine lieben, zauberhaften Wesen. Passt auf euch auf. Much love, eure Ina.